So, Herr Herrmann, Sie sind also der Gast in der Vivaldi-Show heute. Ja, aber so kann ich nicht rausgehen. Ah, das haben wir gleich. Moment. So. Besser kriege ich es nicht hin. Super. Herzlich willkommen zur Vivaldi-Show. Heute mit dabei Friederike Kempter und Thomas Hermanns. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Hier ist Vivaldi. Guten Abend. Dankeschön. Hallöchen. Vielen Dank. Guten Abend. Herzlich willkommen zur Vivaldi-Show. Mann, das wird heute eine ganz besondere Show. Ja, das kannst du laut sagen. Ja. Wir outen nämlich heute Thomas Hermanns. Ja, das stimmt. Wir outen Thomas Hermanns. Ja. Ich meine, viele haben es ja nicht gewusst. Woher auch? Aber heute werden wir es hier exklusiv enthüllen. Mhm. Ja, Traudel, ich glaube, dich könnten wir heute auch outen. Was gibt's denn bei Traudel zu outen? Na, Traudel ist eigentlich sexy, aber sie kann es nicht so zeigen. Naja. Ja. Auf alle Fälle haben wir heute jede Menge Überraschungen. Und die größte ist wohl, dass das Ehepaar Flönz auch endlich im Publikum sitzt. Große Überraschung! Sie sind doch nicht da. So, Omi, heute schaffen wir es zur Vivaldi-Show. Also, ich glaube ja schon nicht mehr dran. Weißt du noch, beim letzten Mal, da standen wir stundenlang im Stau. Ja, da waren wir aber die Ersten und standen ganz vorne. Aha. Was machen wir denn heute? Heute geht alles den Bach runter. Was? Na da. Hä? Och nee, Opi, wir sind doch schon mal mit dem Schiff gefahren. Und du weißt genau, was damals passiert ist. Ach, richtig, ja. Da haben wir diesen Eisberg gerammt. Meine Damen und Herren, Thomas Hermanns wird heute live im Fernsehen in der Vivaldi-Show geoutet. Hier ist der Erfinder der Comedy. Hier ist Thomas Hermanns. Na, Naben. Jetzt bin ich aber schon so ein bisschen nervös hier. Ja, du bist nervös. Ja, was hast du denn vor mit mir heute? Ja, was wir mit dir vor haben, du brauchst keine Angst haben. Es passiert nichts. Ich weiß, so ein Outing ist nicht leicht. Na, bist du auch schon mal geoutet worden? Ja, aber darüber möchte ich nicht reden. Das kannst du in den einschlägigen Hundezeitschriften nachlesen. Nein, wir machen es hier so schön wie möglich. Gut. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird nämlich aus der Vivaldi-Show die... Ja, jetzt, wo du geoutet wirst, können wir mal zurück auf dein Leben blicken, lieber Thomas Hermanns Show. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, du hast jetzt... im Hintergrund meine Mutter, meine Oma, meine Schwester, die hast du alle versteckt. Werden wir mal sehen. Okay. Hören wir doch gleich mal hin. Du ahnst es schon richtig, wir haben Überraschungsgäste. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an diese Stimmen? Also als er auf die Welt kam, hatte er schon ganz viele Zähne. Ja, aber wir haben ihn geliebt wie unseren eigenen Sohn. Und du hast es eben schon bemerkt. Wir haben sie hier, deine Eltern, Frau und Herr Manns. Thomas! So eine Überraschung. Thomas, Tonileitchen. Ja. Hast du denn auch das frische Wäsche an? Ja, Mutti, ja. Oh mein Gott. Wir finden dich toll, Junge. Egal, was die anderen sagen. Ja, ich finde euch auch toll. Vor allem eure Zähne, 32 alle oben. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, da sieht man gleich, woher es kommt. Sie sind doch bestimmt auch sehr aufgeregt, oder? Ja. Sie sind zum ersten Mal, sind deine Eltern vorher schon mal im Fernsehen gewesen, Thomas? Thomas, alles in Ordnung? Es kann dir nichts passieren, es sind doch nur deine Eltern. Hallo! Also, die waren schon,
er hat bis 12 Jahren noch das Bett genäht. Ja, das wollen wir ja nicht. Das musst du nicht erzählen. Ja, aber er macht's heute noch. So viel dazu, ne? Ja, ja. Kommt alles zurück. Kommt alles zurück. Ja. Aber es sind, du hast wirklich sehr liebevolle Eltern, nicht wahr? Absolut liebevolle Eltern. Ja, so sehen sie auch aus. Und ich finde es auch ganz toll, dass Sie, liebe Familie Hermanns, heute zum Outing hierher gekommen sind. Ich meine, Sie als Vater zum Beispiel, was sagen Sie denn jetzt zu dem Outing von Ihrem Sohn? Hä? Vater? Ich bin die Mutter. Ach so. Ja. Ja, vielleicht ein herzlicher Applaus nochmal für das Ehepaar Hermanns. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Wie lang? Hier lang. Oh. Warst du denn ein glückliches Kind? Ja, bis jetzt ja, muss ich sagen. Meine Eltern sind ja auch Rheinländer, kommen ja hier aus der Gegend. Ich finde, man sieht das auch. Ja, total. Und Karnevalisten, ich war ein fröhliches Karnevalskind. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit mit den beiden. Mit den beiden, aber sonst doch auch mit anderen. Du hast doch bestimmt viele Freunde gehabt, oder? Ich war ja so eine Mischung. Ich war ein Turniertanzkind. Ich habe immer Cha-Cha-Cha getanzt und ich war ein Hammond-Orgel-Kind. Das heißt, im Turniertanz hatte ich viele Freunde. Wenn ich allein an der Hammond-Orgel saß, hatte ich eher weniger Freunde. Ja, nee, man braucht ja einen Ausgleich. Ja, das heißt, da warst du auch quasi schon im Showgeschäft unterwegs. Was wolltest du werden als Kind? Tanzlehrer wollte ich werden. Ja, ich wollte die majestätische Rumba und den klassischen Walzer tanzen. Das wollte ich werden. Ja. Dann wollte ich Anwalt werden, hatte schon einen Studienplatz für Jura und bin da hingegangen, habe es mir angeguckt, habe gesagt, das ist das Langweiligste, was ich je gesehen habe. Habe mich umgedreht. Als auf tanzender Jurist. Und habe gesagt, ich mache Theaterwissenschaft und habe dann das studiert. Ach, und das hat ja auch uns allen ganz gut getan, nicht? Da hast du auch studiert? So siehst du gar nicht aus. Ich habe auch studiert. Ich war auf der Hundeschule, ich war bei Martin Rütter. Ja, und mit Abschluss? Naja, so ähnlich. Ja. Hast du abgeschlossen in irgendeinem Fach? Ja, nicht wirklich. Ich bin dauernd sitzen geblieben, weil die riefen immer, sitz, wie, weil die sitzt. Und dann bin ich sitzen geblieben. Tanzlehrer bist du ja nicht geworden, aber du machst jetzt Musicals, habe ich gehört. Absolut. Ich arbeite gerade an meinem neuen Musical in München. Ja? Ein Musical über meine Jugend in München. Bussi das Musical heißt es. Und kommt am Theater am Gatterplatz raus. Aha. Und dann mache ich gerade Regie und mache das gerade fertig. Mit allen Hits der 80er Jahre. Mit allen Hits der 80er? Alles, was wir gerne hören und singen. Okay. Kommt es auch von Musikkassette oder dann schon eine modernere Technik? Es wird live gesungen mit Band und tollen Musical-Darstellern, die sich bemühen, den Klang einer Musikkassette zu imitieren. Ah, also so ein bisschen, das heißt, ich könnte auch mitmachen. Ja, du könntest, also da kriegst du hin, glaube ich, oder? Mach mal. Da. So, klappt. Ja. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Auftritt? Ja, mein allererster Auftritt war, also einmal als Karnevals, da war ich im Kostüm Sultan, habe ich einen ersten Platz gemacht mit 8 Jahren. Süß. Dann kam Turniertanz und dann war ich in einer homosexuellen Theatergruppe und habe, habe Liza Minnelli imitiert. Natürlich. Was man halt so macht als Kind. Was man so als Kind alles so macht. Dein allererster Comedy-Auftritt, wo war der eigentlich? Der allererste Comedy-Auftritt war bei dem ersten Quatsch Comedy Club 1992 in Hamburg. Ja. Ein sehr schöner Abend. Ich ging raus, machte ein Opening. Mhm. Niemand lachte. Nein. Dann kam jemand, der es konnte. Ja. Und am Schluss kam noch Brigitte Nielsen. Die kommt immer am Schluss. Ohne Grund auf die Bühne und sagte, guten Tag, wir finden Stand-up schön. Ja. Und alle im Publikum dachten, das wäre eine Transe, weil sie so ein bisschen dick geschminkt war. Ja. Aber es war die echte. Unsere Taufparty. Und weißt du, Brigitte Nielsen haben wir leider nicht hier. Sie sieht aber als Puppe auch sehr gut aus, weil bei der ist ja auch schon so viel echt. Ja, ne? Aber sie passte mit der dicken Schminke nicht durch unsere Tür. Schade, ja. Sonst hält sich der Eisberg einen Föhn an den Kopf und begeht Selbstmord. Ja, das ist aber nicht sehr nett, Opi. Es gibt Menschen, die können meinem Gesang was abgewinnen. Ja, zum Beispiel der Captain. Du sollst sofort zu ihm kommen, der hat einen Job für dich. Ach ja, vielleicht als Show-Einlage beim Captain's Dinner.
Nee, als Heulboje. Wir blicken heute hier auf das spannende Leben von unserem wunderbaren Gast Thomas Hermanns. Aber wir gucken mit dir natürlich nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorne in die Zukunft. Sehr Denn gerne. Jetzt, lieber Thomas, kommt eine Frau, die in deinem Leben bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das wird sich aber nun ändern, denn sie wird gleich direkt neben dir sitzen. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin und wir kennen sie alle aus dem Tatort Münster oder aus Ladykracher oder ab gleich auch aus der Vivaldi-Show. Hier ist die fantastische Friederike Kempter! Abend. Hallöchen. Hallöchen. Pass auf, Friederike. Was denn? Pass auf, wen du gleich alles als Überraschungsgäste bekommst hier. Pass Keine auf. Panik, lieber Thomas. Nein, nein, das ist doch deine Show, Thomas. Eben, das ist deine Show. Ich bin nur für dich da. Ja, das sie ist nur für dich. Kann nicht so eine Frau wie Friederike reizen? Das freut mich, weil sie kann mich absolut reizen, weil ich ein riesiger Fan von ihr bin, weil sie eine super Schauspielerin ist und eine super Komödiantin. Ja. Und spitzenmäßig aussieht. Das tut sie alles. Ja, Friederike, ich bin ganz gespannt, wann du es das erste Mal sagst. Sag es. Komm, sag es. Sag es. Sag es. Du weißt schon was. Komm, soll ich erklären? Ja. Ja, ich habe alles über dich gelesen und ich weiß genau, du versuchst in jeden Talk, den du machst, in jedes Interview, das Wort Taschenrechner einzubauen. Ja, nein. Ja, nein. Die Geschichte geht ein bisschen anders. Es gibt immer ein Geheimwort, was ich im Talk unterbringen Taschenrechner. Muss. Taschenrechner. Es war bis jetzt Taschenrechner. Jetzt ist es natürlich ist ja kein Geheimwort mehr. Also ist es immer ein anderes Wort? Ja, es geht ja darum, dass ich einen besten Freund habe namens Ulrich und der mir jedes Mal einen Auftrag gibt, einen Geheimauftrag. Und das ist eben jedes Mal ein Geheimwort in einem Interview unterzubringen. Und das hat er heute hier auch gemacht? Ja. Toll. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ich auch. Das heißt, ich soll jetzt gut aufpassen? Ist es schon gefallen, das Wort bis jetzt? Nein. Vorhin hat sie Wuff gesagt, das ist ganz dicht dran. Es hat mehr Silben als Wuff, das Wort. Mehr Silben? Ist vielleicht das Wort. Es hat mehr Silben? Ja, ist ein mehrsilbiges Wort. Mehrsilbiges Wort ist vielleicht das mehrsilbige Wort, was das Wort ist. Es könnte Lass jedes uns Wort sein. Es bleibt spannend. Ich liebe Partyspiele, ich bin jetzt schon völlig hysterisiert. Ja. Was könnte. Das ist der Buzzer. Ja, genau. Wenn ihr. Ich würde sagen, wir machen dieses Spiel einfach noch ein bisschen sichtbarer für alle. Denn wir haben ja auch unsere Charming Traudel hier. Charming, kommst du mal her? Traudel. Das ist unsere Traudel. Ja. Und wir machen jetzt nämlich einfach mal dasselbe, während wir so weiterreden. Baust du, liebe Friederike, einfach mal Wörter ein, die Traudel dir zeigt. Gut. Ja, also wir reden einfach weiter und du musst einfach immer das Wort einbauen. Also, ja. Ich habe wirklich gelesen, du bist Schauspielerin geworden, weil du in einem Preisausschreiben gewonnen hast. Ist das richtig? Das ist nur halb richtig. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Ich komme aus einem guten Haus mit einer Satellitenschüssel. Okay. Ich wollte auch mal Jurist werden oder meine Eltern, das vermischt sich, wollte ich Jurist werden oder meine Eltern wollten, dass ich Jurist werde, aber ich wollte eigentlich schon immer Schauspielerin werden. Ja, aber was hat das jetzt mit diesem Preisausschreiben zu tun? Das war parallel und zufällig. Ja? Das hat es nur verstärkt, das hat quasi Ach so, und was hast du da, was war denn das jetzt für ein Rätsel? Das war ein Rätsel, während ich einmal Kuchen backte, habe ich dann parallel dazu ein Rätsel in einer Zeitschrift gelöst. Ja. Einfach. Und das war dann, der Preis war, eine Woche mit einem Vogel zusammen im Gepäck nach München zu fahren und dort einen Schnupperkurs in Sachen Schauspiel zu absolvieren. Ach, ja. Aber dich macht den Beruf glücklich, oder? Ja, es macht mich sehr glücklich. Momentan spare ich aber auf eine Gleitsichtbrille. Ach, wieso das denn? Naja, man wird ja auch älter, da bleiben Kollateralschäden. Ich mach mal Kollateralschäden nicht aus. Ja, da braucht man auch sowas. Ja. Ach so. Naja, und was bringt die Zukunft für dich noch so? Ich werde Kommissarin. Außerdem beschäftige ich mich zurzeit sehr mit dem Äquivalenzprinzip. Natürlich. Ich weiß nicht, Thomas, du auch, oder wir sprachen Das ist ganz wichtig für uns beide, ja. Weil das ist ja auch das geheime Wort, was sie erwähnen. Ja, ich glaube, du bist einfach nicht zu schlagen, du schaffst ja alles. Toll.
Trautl hat es noch nicht mal geschafft, ein einziges Wort in ihrem gesamten Leben unterzubringen. Oh. Ja, aber das kriegen wir doch hin. Aber sie hat so toll assistiert. Ja, sie war ja die Maren Gilser des Abends. Ja, das ist sie. Ja? Vielleicht mal einen ganz großen Applaus für unsere charmante Frau. Alles für dich. Ja, mein Lieb. Ja. Friederike, du bist ja auch sehr erfolgreich im Tatort. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt auch mitbekommen hast, die ARD versucht sich ja fortlaufend zu verjüngen und möchte ja jetzt auch, dass der Tatort auch bei jüngeren Zuschauern noch beliebter wird. Und deswegen gibt es jetzt ganz neu auch den Tatort für Kinder. Und wir zeigen exklusiv jetzt mal die allererste Folge vom Tatörtchen. Oh. Sie haben keine Chance, das Gebäude ist umstellt. Wir brauchen Verstärkung. Wo bleiben die Kollegen vom Sonderkommando? Die müssten eigentlich schon längst hier sein. Da sind Sie ja endlich. Wir haben schon die ganze Zeit auf Sie gewartet, Inspektor Baby. Schwerer Raubüberfall mit Geiselnahme. Wollen Sie den Geiselnehmer ansprechen? Gib mir das mal, du alte Frühgeburt! Hier spricht Inspektor Baby! Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus! Das haben wir schon versucht. Da hört er nicht drauf. Och, Menno, ich will aber! Jetzt reißen Sie sich zusammen, Inspektor Baby! Was sollen wir tun? Da hilft nur noch eins! Ja. Entdeckung! So, das wäre erledigt. Und was jetzt? In 10 Minuten ist der Kerl eingeschlafen. Dann könnt ihr ihn raustragen. Süß! Ja, apropos, wo wir gerade über Kinder reden. Viele wird es überraschen, auch Thomas Hermanns war mal ein Kind. Und wir haben uns vor einiger Zeit schon mal kurz getroffen und da habe ich Thomas gebeten, dass er mir etwas zeichnet. Das ist jetzt wirklich wahr, das ist eine Originalzeichnung, die Thomas Hermanns gemacht hat, nicht wahr, Thomas? Ist doch also wirklich selten. Und zwar, ich habe ihn gebeten, uns das zu zeichnen, womit er als Kind gespielt hat. Richtig. Du hattest scheinbar eine sehr traurige Kindheit, wenn ich mir das erinnere. Nein, es war mein Teddy, aber der hatte halt ein Auge verloren. Ja, erklär doch mal, das ist ein Teddy. Das ist ein Teddy. Das ist ein gelber Plüsch-Teddy. Ja. Und der hatte sein Auge verloren, dann habe ich ihm eine Augenklappe gebastelt. Süß. Und habe sie ihm umgehängt. Ja, und was hat er für eine seltsame Nase? Ja. Hast du die auch gebastelt? Er hat eine Schweinenase, weil ich keine Teddy-Nasen malen kann. Aber ach, er hatte so eine Teddy-Nase. Ja, ja, man sieht das schön. Ja, er sieht aus wie eine Mischung aus Schwein und er sieht aus wie ein Schweddi. Ja, aber ein Schweddi. Aber es ist trotzdem ein Teddy gewesen. Und wie hieß denn dieser Schweddi so? Teddy. Ich war sehr einfallslos. Teddy der Schweddi. Und wie war der so drauf? Kuschelig. Kuschelig? Ja. Seine stumm. Drei positivsten Eigenschaften? Stumm, kuschelig und hilfsbedürftig. Ja, seine schlechten Eigenschaften? Stumm, hilfsbedürftig und nicht immer kuschelig. Ja. Und wie hat er so gesprochen? Wie klingt seine Stimme? Die habe ich ja nie gehört. Friederike, was meinst du, mit was für einer Stimme würde der wohl reden? Hallo, ich bin's, Teddy. Thomas, kuschel mit mir. Ich bin sehr hilfsbedürftig. Oh. Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Also wenn der so gesprochen hätte, das wäre super gewesen. Auch Thomas. Ein bisschen gruselig, es war ja nur ein Stoff-Teddy, aber auch ja. toll. Auch ja, toll. Auch toll. Und weißt du, was auch toll ist? Wir haben lange gesucht und wir haben ihn gefunden. Hier ist Teddy der Schweddi. Ja. Oh Gott! Hallo, Thomas! Ja. Er redet ja wirklich genauso, wie ihr gesagt habt. Jetzt wollen wir alles wissen. Und wie sind Sie so als Typ? Ich bin total kuschig. Ja, das stimmt. Aber ich kann in keinen 3D
finde ich. Warum das denn nicht? Der Thomas hat mir ein Ohr, ein Auge abgebissen. Das ist aber ganz schlimm. Das ist nicht abgebissen, das ist dir ausgefallen bei einem Kururlaub an der Ostsee. Ich hasse die Ostsee. Ich auch. Wir uns gelangweilt. Aber wie verliert man denn an der Ostsee sein Auge? Das passiert doch nicht einfach so durch den Wind. Beim Bernstein sammeln. Ihr habt Bernstein gesammelt? Ja, total. Ich liebe Bernsteine. Total. Kuschel mit mir. Ja, ja. Ja, ja. Kuschel, kuschel. Ja. Ah, ja. Das ist schön. Sie riechen auch so ein bisschen alt. Ja, ich kann mich nicht waschen, weil keiner hilft. Oh je. Yeah. Ja, Sie sind hilfsbedürftig, das haben wir doch auch schon mitgekriegt, nicht? Ja, ich kann nicht mal in die Hände klatschen. Ah. Deshalb bin ich ja dann zur Bühne gegangen, damit das jemand anders tut. Ja, und hätte Thomas Hermanns mal auch richtig gelernt, wie man eine Teddynase malt, hätten Sie auch nicht diesen Schweinezicken im Gesicht. Aber ich würde sagen, einen großen Applaus nochmal für das wunderbare Kuscheltier von Thomas Hermanns. Ja. Dankeschön. Können Sie mir raushelfen? Gehen Sie doch. Warten Sie auf. Sie müssen einfach mit dem Auge, das Sie noch haben, immer hier diesem Weg hier folgen. Okay. Das schaffen Sie schon. Also das ist die schönste Talkshow, in der ich je gewesen bin. So viele Überraschungen. Das nehme ich mal als Kompliment. Ganz schöner Abend heute. Ich finde auch. Ein besonderer. Hast du was zu trinken? Da, das könnte noch ein runder Abend werden. Ja, kein Problem. Was wollt ihr haben? Warte, ich hol's. Ich hab für Thomas einen Napp. Ich hab für Friederike ein. So. Alles da. Ja, ist noch nichts drin, aber der Gartenschlauch ist hinterm Haus. Da holen wir gleich was für euch. Also fühlt euch wie zu Hause. Das ist hier ein ganz professioneller Laden. Hier passiert nichts Unvorhergesehenes. Oh, Moment. Da ist irgendein Krach. Kann mal einer nachgucken, was da hinten los ist? Oh, was ist denn hier schon wieder los? Was ist das hier? Hallo, mein Name ist Horst Ferdinand. Ich bin ein altes Zirkuspferd. Warum ist der Boden hier klitschnass? Sind Sie inkontinent? Nein, ich bin ein altes Zirkuspferd. Ich studiere gerade ein neues Kunststückchen ein. Der Trick ist sensationell. Er findet unter Wasser statt. Mhm. In dem Bottich wollen Sie rumschwimmen? Aber nein, ich doch nicht. Aber meine reizende Assistentin, Charming Traudel. Es ist eine Entfesselungsnummer. Charming Traudel wird in den Bottich geschmissen und wird sich in kürzester Zeit aus den Fesseln befreien. So, Traudel, los geht's. Ja. Und was, wenn sie sich nicht befreien kann? Kein Problem. Dafür haben wir extra ein paar Rettungsschwimmer engagiert. Mhm. Zwei Piranhas. Die werden in Windeseile die Fesseln durchnagen. Oh, wie ich sehe, nicht nur die Fesseln. Ach, wegen dem bisschen Gewackel. Da kannst du froh sein, dass wir keinen Sex mehr haben. Ha, das bin ich auch. Ach, Opi, guck mal. Das ist mal ein stattlicher Mann. Hallo, ich bin der Kapitän. Alles in Ordnung bei Ihnen? Nee, mir ist schlecht. Ja, und ich hätte da mal eine Frage. Wie ist denn das, wenn ich ins Wasser falle? Na, dann rette ich Sie natürlich. Aha, und wenn ich dann keine Luft mehr kriege? Dann würde ich selbstverständlich eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ach, gut zu wissen. Opi, schubs mich mal. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und was ist, wenn Sie außerhalb Ihrer Dienstzeit denn über Bord gehen? Oh, Sie haben recht. Ich habe gerade Feierabend.
Und was machen wir mit Ihrer Übelkeit? Och, jetzt, wo die Omi weg ist, geht's mir schon besser. Wunderbar. Schnäpschen? Ja, klar. Ja, kommt gut. So. Oh, da ist Frau Olli, geht es auch wieder gut. Sehr schön. Und jetzt ist der große Moment gekommen. Oh Gott. Ja, Thomas, jetzt muss es einmal raus. Sag es jetzt. Thomas Hermanns ist ABBA-Fan. Ah. Oh. Oh. Wow. Wow. Unglaublich. Oh. Oh. So was. Also da gehst du jetzt aber wirklich in die Tiefe des Boulevardjournalismus. Ja, aber sowas von. Und ich dachte schon, der ist schwul. Ja. Gott sei Dank auch ABBA-Fan sein. Ja, Gott sei Dank auch. Wie alt warst du, als du das gemerkt hast? Das war Arrival, war meine erste Platte, da war ich ungefähr 10. Mhm. Und hast du nicht gedacht, das ist vielleicht nur so eine pubertäre Phase? Das könnte wieder weggehen. Doch, das war auch schwierig. Ich war auf dem Schulhof, meine ganzen anderen Schulfreunde waren alle Uriah Heep-Fans und Barclay James Harvest-Fans. Und da war man als ABBA-Fan schon sehr einsam. Ja, aber das... Das kann man aber behandeln. Mit Heavy Metal. Ja, ja, das haben die auch versucht. Da habe ich mich aber mit Dancing Queen dagegen gestemmt. Das wird nicht einfach. Aber Thomas, wir stehen hinter dir und ich glaube, auch Friederike hat da vollstes Verständnis für dich. Ich habe das Gefühl, ihr seid meine Therapiegruppe. Wir sind sowas wie eine Therapiegruppe. Und um dir zu zeigen, dass wir alle hinter dir stehen, machen wir jetzt eine große Aber-Nummer zum Schluss. Wie wär's? Ja, da sind wir alle dafür. Friederike, Thomas, vielleicht mögt ihr euch schon mal umziehen gehen und ich sag euch an. Ja? So, geht einfach schon mal in die Show-Ecke und ich sage, meine Damen und Herren, niemand hat es geahnt, aber es ist soweit. Heute Abend sehen wir Sie, Friederike Kempter, Thomas Hermanns und die Stars aus der Vivaldi-Show als ABBA! Die Show ja wieder nicht gesehen. Och, nee. Was ist denn mit dem? Ach, der OP, der musste sich ein paar Mal übergeben. Ach, dann haben Sie die Show also doch gesehen.